Ja, während die meisten Studentendemos wie diese hier eher friedlich ablaufen, mischen sich manchmal aber auch ein paar unangenehmere Gesellen unter die Protestler. Erst letzte Woche wollten ein paar aufgebrachte Studis ihrem Ärger so richtig Luft machen. Doch dummerweise sind sie dabei an den Falschen geraten, einen Profiboxer. Wie sich der Krieger im Kilt gegen 15 aggressive Autonome durchgeboxt hat, das hat er meinem Kollegen Jörg Petzold erzählt. Als ich über die Kreuzung gefahren bin, war eben eine Menschenmasse von 600, 700 Leuten, 800 Leuten vor mir. Und da ging es eben nicht mehr weiter und es wurde gleich geschrien, scheiß Bonze, hau ab hier. Und es wurde sofort das Auto umkreist. Ich konnte nicht mehr vor, nicht mehr zurück, nicht mehr seitwärts. Und dann wurde aufs Auto gesessen, vorne auf die Motorhaube, auf den Kofferraum. Es wurden die Füße draufgelegt, es wurde schon ins Auto reingespuckt. Und da bin ich natürlich ausgestiegen, das Einzige, was mir übrig blieb. Die haben natürlich, nachdem ich sie aufgefordert habe, vom Auto Abstand zu nehmen und vom Auto runterzugehen, direkt gepöbelt, mich beschimpft, scheiß Bonze, Drecksau, hau ab. Und mich haben mich angespuckt, es wurde Flüssigkeit verschüttet gegen mich ins Auto. Und dann fing es auch an mit Schubserei. Also ich wurde geschubst aus allen Ecken und Enden. Und bis ich von etwa 1 Uhr gesehen habe, da will mich jemand hauen. Und da ich eben Berufsboxer bin, habe ich gewisse Reflexe, bin ausgewichen und habe dann zurückgeschlagen. Denn die Chaoten hatten sich mit niemand anderem als dem Highlander angelegt. Nummer 518 der Weltrangliste. Trotz dieser Todesangst, sage ich mal, irgendwo, oder Angst um meine Gesundheit, habe ich trotzdem versucht, nicht mein ganzes Gewicht in den Schlag zu bringen. Wissen Sie, ob man jetzt nur aus dem Arm schlägt oder ob man das ganze Gewicht reinsetzt, wenn ich dann getroffen hätte, dann hätte es wirklich Schwerverletzungen gegeben, ganz klar. Das frisch lackierte Auto bekam wesentlich mehr ab, muss aufwendig repariert werden. Gerettet haben Marcel Zeller Polizeibeamte, die ihn mit Pfefferspray aus der aufgebrachten Menge holten. Der Kampf auf offener Straße hat den Boxer angeregt, sich mit stärkeren Gegnern anzulegen. Am liebsten würde der Highlander gegen Axel Schulz antreten, wenn der im Herbst sein Comeback startet. Das wäre nicht ein Traum, gegen Axel Schulz zu boxen, weil er ist auch irgendwo ein Vorbild, aber ich bin die, ich weiß nicht ganz genau, die Nummer 518 der Welt, habe 14 KOs, 15 Siege und habe jetzt nochmal meine KO-Bilanz zwangsweise aufbessern müssen bei der Demo und er wird gegen mich auf jeden Fall verlieren. Ich schlage ihn KO, ganz klar. Gegen die Chaoten ermittelt inzwischen der Staatsschutz. Den Highlander angezeigt hat keiner von ihnen. Schließlich hat er sich ja diesmal noch zurückgehalten.